Jetzt stehen wir hier, 3-0 habe ich verloren mit meiner Truppe. Schade, muss ich sagen. Wir haben in der ersten Halbzeit ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Rinten war konsequenter als wir. Ihre Chance oder die zwei, die sie hatten, haben sie aus 2-1 Tor gemacht. Wir haben aus unseren 3-4 keins gemacht. Ja, so gehen wir leider 1-0 in die Pause. Kommen wir nicht, wollen gut rauskommen. War auch alles okay. Unkonzentriert in der Abwehr, 2-0 hinten. Dann haben wir nochmal alles versucht. Aber wie gesagt, das war wie verhext, wie die letzten Wochen schon. Will einfach keinen Ball rein von den Chancen, die wir haben. Ist das dritte, okay, das kann passieren, mache ich Jungs auch keinen Vorwurf. Aber halt schade. Nichtsdestotrotz können wir uns, glaube ich, jetzt auch darauf konzentrieren, auf die Abschlussrunde, die kommen wird. Die Jungs werden sich weiter verbessern, haben, glaube ich, auch keinen Druck mehr, da meine Spinnerei nach oben da zu gucken, aber dass wir da weiter arbeiten dran. Und Rindwin, Glückwunsch, ja, die machen aus wenig Mitteln viel, muss ich ehrlich sagen. Machen sie ordentlich, stehen gut, schießen die Tore. Denen werde ich viel Glück wünschen für die Aufschlussrunde. Ja, wir sind überglücklich, hier heute diese 3 Punkte mit nach Hause nehmen zu können in einem überdurchschnittlichen Bezirksligaspiel, wo beide Mannschaften wirklich alles rausgehauen haben. Münchner Hage uns wirklich alles abverlangt hat und wir ja, mit 3-0 ein bisschen hoch gewonnen haben, aber wir haben halt in den entscheidenden Phasen die Tore gemacht. Münchner Hage hatte sicherlich auch gute Möglichkeiten, hier selbst ein Tor oder zwei zu erzielen, aber dass meine Mannschaft kämpferisch hier wieder abgeliefert hat, Hut ab, und das gibt uns natürlich viel Mut für die nächsten Spiele.